Was ist das Zugpferd aktuell an den Märkten? Wir wissen es noch nicht. Hier in Shimbashi, da steht die alte Dampflok. Und das ist ein berühmter Platz, um sich zu treffen, sich zu verabreden und dann tatsächlich auch zusammenzufinden. Was den Markt zusammenbringt, das werden wir heute noch sehen. Denn tatsächlich ist es noch nicht ganz klar, was der Markt heute vorhat. Insgesamt kann man sicherlich beim DAX beispielsweise sehen, ja, wir sind so ein bisschen in einer Ermüdungssituation. Der Markt hat so ein bisschen den Vortrieb verloren und dementsprechend müssen wir damit rechnen, dass es mal nach unten geht. Er hätte es so sehr verdient. Und wir hatten das ja schon mal angesprochen ein bisschen, dass der Markt so wenig die Lust verliert, ein wenig, sagen wir mal, den Drive verloren hat. Aber nach dem Rücksetzer, den wir jetzt jüngst gesehen haben, zum Beispiel beim S&P, zum Beispiel beim Dow Jones, kommt der Markt in eine Situation, wo es vielleicht nochmal wieder spannend auf der Käuferseite ist. Denn so richtig aufgeben wollen die Marktteilnehmer offensichtlich noch nicht. Wer nämlich mal genau hinschaut, der sieht, dass wir da eine Bullenflagge haben. Und das ist eigentlich ein tolles Zeichen für die Longseite nochmal. Das heißt, wer tradingmäßig aktiv ist, der könnte sich überlegen, hey, wir sind da so im Trendkanal. Ich deute das mal mit den Fingern ein bisschen an. A, B, C runter. Und wenn wir das letzte Zwischenhoch nach oben triggern, dann wäre das ein typischer Einstieg nochmal für die Longseite. Zwar ist der Rücksetzer sehr harmlos ausgefallen, aber trotz alledem sieht das im Moment danach aus, als ob zumindest mal richtig der Mut noch nicht verloren ist an der Börse. Das sieht man auch beim Goldkurs, denn Gold als sicherer Hafen normalerweise eigentlich ganz gerne benutzt, hat ja noch nicht so richtig den Drop nach unten geschafft. Im Gegenteil, es sieht ja eigentlich aus, als ob noch nicht abgeschlossen, sagen wir mal, als ob es da durchaus noch viel mehr Potenzial geben müsste. Aber wer genau hinguckt und jetzt mal den rechten Rand anschaut, dort die jüngsten Kerzen, die wir da haben, haben wir zumindest mal eine gewisse Chance, eine Recovery, eine Erholung, dass der Markt da noch mal ein wenig nach oben kommt. Ich kann mir zumindest mal vorstellen, dass da noch was geht. Also im Moment ein bisschen Abwarteposition. Man kann noch nicht so richtig sagen, wo das hinführt. Auch die Daten, die wir heute gehört haben, heute Morgen ganz früh, also noch vor Ihrer Zeit normalerweise, gab es ja Zahlen zu den Verbraucherpreisen und zu den Produzentenpreisen in China. Die sind alle ein klein bisschen gestiegen, nicht wirklich dramatisch, aber immerhin über den Erwartungen liegend und dementsprechend zumindest mal da eher auffällig, was das angeht, auf der Aufwärtsseite. Zudem hatten wir noch die Arbeitsmarktdaten in Großbritannien um 10.30 Uhr, aber auch die haben so richtig den Drive noch nicht losgelöst. Wenn man sich das mal anguckt, ja, ein bisschen Bewegung ist immer, aber eigentlich kann man sagen, dass auch der FTSE 100 aktuell eher in der Seitwärtsrange verharrt. Also wir sehen, dass die Indizes insgesamt alle so ein bisschen in Warteposition. Man weiß noch nicht genau, wohin das Ganze führen soll. Dementsprechend ist für heute tendenziell ruhig an, Entschuldigung, da hust sie sogar noch vor lauter Freude, ist ein bisschen abwarten angesagt. Mit der Tendenz, wer es ein bisschen wagen will, den nächsten Ausbruch auf der Oberseite zu nutzen, um da vielleicht die Longseite nochmal zu spielen. Ich kann mir das zumindest mal vorstellen. So, in diesem Sinne drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie auf der richtigen Seite sind der Marktbewegung. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier am Bahnhof auf der richtigen Seite bin, denn da muss ich jetzt tatsächlich rein, um dann wieder zu mir an meinen Handelsplatz zurückzukehren. Und auf dem Weg dahin gucke ich mir die Märkte an, schauen Sie es sich auch an und wir sehen uns später im Markt. Bis dahin alles Gute.